Salve, zwei, drei Gedanken zu den Tagen, die nun bevorstehen. Das Evangelium haben wir bereits auf dem Palmsonntag ein wenig meditiert. Das Mahl, das letzte Abendmahl, Hoher Donnerstag oder auch Grüner Donnerstag genannt, wo Jesus Christus die Eucharistie eingesetzt hat. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann ein Becher, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut. Deswegen ist es üblich, dass man in den Klöstern diesen Abend auch wirklich wie das letzte Abendmahl ein wenig feiert, etwas feierlicher auftischt, etwas besser isst und natürlich auch trotz Fastenzeit etwas Wein trinkt. Es ist wirklich ein hoher Tag, Einsetzung der Eucharistie und auch des Priestertums. Deswegen also an diesem Abend darf man durchaus ein wenig festlicher sein als sonst in der Fastenzeit. Dann der Karfreitag, der folgende Tag also. Jesus bevor er noch am Ölberg, die Nacht des Hohen Donnerstags ist eben auch eine Nacht des Wachens. Also konntet ihr nicht eine Stunde wenigstens mit mir wachen. Das war auch am Hohen Donnerstag am Abend, die eucharistische Anbetung vor dem Allerheiligsten mit Jesus wachen, bei ihm sein. Es kommt dann der Verrat und nachher eben die Kreuzigung Karfreitag. Karfreitag ist einer der Abstinenz- und Fastentage. Das heißt eigentlich für alle, also Kinder und Kranke ausgenommen und Alte. Aber diejenigen, die gesund sind, sollen an diesem Tag nur höchstens eine sättigende Mahlzeit zu sich nehmen. Das heißt nicht, dass man nicht nur einmal essen soll, aber nur einmal sättigen. Das ist wirklich ein Tag des Verzichtes, weil Jesus Christus gekreuzigt worden ist, sein Blut für uns hingegeben hat, für unsere Erlösung. Deswegen lassen wir diesen Tag besonders ein wenig verzichten. Und natürlich macht es auch Sinn, das ganze Jahr hindurch aus diesem Grunde kein Fleisch zu essen am Freitag. Dann der Karsamstag, die Grablegung. Ganz kurz, zum Schluss heißt es dann, am Sabbat ruhten sie, wie es das Gesetz vorschrieb. Und Jesus, der eben ganz Jude ist, hat eben auch am Samstag im Grab geruht. Das finde ich schon beeindruckend und da darf man ein wenig drüber meditieren. Jesus hat auch geruht, aber im Grabe. Und deswegen, weil Jesus im Grabe geruht hat, lassen wir auch die Erde ruhen. Also heute ein wenig Gartenarbeit, aber am Karsamstag nicht. Aus Ehrfurcht vor der Grablegung Jesu, also keine Gartenarbeit. Wir lassen es liegen, das Erste lassen wir liegen, aus Ehrfurcht davor. Okay, so zwei, drei Gedanken zu den folgenden Tagen. Und so kommen wir langsam zum Abschluss dieser digitalen Exerzitien. Wir gehen auf Ostern zu. Thank you.